1000 PS Expertentipps. Wir sind heute zu Gast bei Martin Bauer. Martin hat sich mit seiner Firma MB Bike Performance auf Fahrwerkstuning spezialisiert. Und das Thema Fahrwerk ist für viele Leute nur Mysterium, Martin. Kannst du uns da ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen? Ja, also ich glaube, über Fahrwerke existieren sehr viele Gerüchte und es ist irgendwie so ein Grauschleier für die meisten, weil sich kaum einer damit beschäftigt und auch sehr viele Möglichkeiten mit Fahrwerke entstehen, in alle Richtungen gehen zu können, gerade moderne Fahrwerke, die in vielen Bereichen einstellbar sind. Bedürfen da doch eine gewisse Beschäftigung und einen gewissen Erfahrungsschatz, um die ja wirklich optimal einstellen zu können. Wir können uns ja vielleicht anhand von der CP da mal anschauen, was für Einstellmöglichkeiten das es gibt oder was ein Fahrwerk ausmacht. Grundsätzlich besteht ein Fahrwerk aus zwei Komponenten. Diese eine Komponente sind die Federn, die verbaut sind. Die sind dazu da, um das Gewicht des Motorrades zu tragen und eine bestimmte Geometrie zu erzeugen unter einer bestimmten Belastung. Die zweite Komponente, die für den Fahreindruck oft deutlich wichtiger ist, ist die Dämpfung. Die Dämpfung ist dazu da, die Bewegung, die in einem Fahrzeug entsteht, durch Unebenheiten oder durch die Fahrdynamik selber, einfach wieder zu dämpfen. Weil wenn man nur Feder haben, das kann sich jeder vorstellen, einen Gummiball, wenn man den auffallen lässt, fängt das einfach immer zum Nachspringen an und man hätte zwar eine gewisse Federung, aber keine Dämpfung. Man hätte ewiger Bewegung in dem Fahrzeug, was man natürlich nicht haben möchte. Ja, und diese Komponenten gilt es im Endeffekt sowohl bei der Gabel als auch beim Federbein aufeinander abzustimmen. Das heißt, es reicht jetzt nicht nur eine Gabelfeder zum Beispiel zu tauschen, sondern man sollte auch die Dämpfung auf die anderen Gegebenheiten dann abstimmen. Wenn ich zum Beispiel eine harte Gabelfeder drinnen habe, würde das bedeuten, dass die auch mit mehr Kraft wieder ausfedert. Das bedeutet, ich brauche auch mehr Dämpfung beim Ausfedern wieder. Ja. Das heißt, es sollte alles einen gewissen Zusammenhang haben. Vielleicht gehen wir mal kurz darauf ein, wie man da am besten vorgeht. Grundsätzlich sollte man, wie wir vorher schon erwähnt haben, die Geometrie des Fahrzeuges in eine neutrale Position bringen oder in eine Position bringen, wo sich das Fahrzeug gut bewegen lässt. Das heißt, wo Handling, Rückmeldung und das alles halbwegs zusammenstimmt. Ich kann natürlich ein Handling verbessern, indem ich das Fahrzeug immer mehr kopflastiger hinstelle, also immer mehr mit der Front runter. Gibt aber dann irgendwann Nachteile beim Bremsen zum Beispiel, weil das Heck dann zu früh leicht wird und auch das Motorrad zu überagil und weniger Rückmeldung gibt. Das heißt, es gibt bei jedem Fahrzeug irgendwo Bereiche, wo es funktioniert und wenn man über die Bereiche drüber rausgeht, egal ob es in die steile oder in die flache Richtung ist vom Lenkkopf, wird es dann irgendwann wieder schlechter. Das heißt, wir haben im Endeffekt so eine Kurve und man sollte versuchen, irgendwo oben in dem oberen Bereich zu bleiben. Genau. Und das kann jeder gerne mal selber ausprobieren, indem er einfach die Federvorspannungen von hinten und vorne mal variiert und dadurch das Bike in unterschiedliche Lagen bringt. Der größte Irrglaube, der besteht, ist ja, dass wenn man eine Federvorspannung erhöht, das Fahrwerk härter wird. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein bisschen, ich sage mal, ein Aberglaube, der sicher daraus entstanden ist, aus dem Wort selber. Federvorspannen. In Wahrheit spannt man die Feder ja nicht mehr vor, sondern man ändert nur die Position des Fahrzeuges. Wir haben ja nicht den Zustand, wenn wir es bei der Gabel zum Beispiel betrachten, wenn das Bike mit dem Eigengewicht draufsteht, dass die komplett ausgefedert ist. Das heißt, die hat ja schon einen gewissen Federweg, den sie bereits aufgenommen hat. Wenn ich jetzt da eine gewisse Vorspannung drauflege, drücke ich ja nicht die Feder zusammen, sondern das Fahrzeug weiter raus. Das bedeutet, dadurch ist man in der Lage, diese Geometrie zu beeinflussen. Ohne dass ich die Härte des Fahrzeuges oder sonst irgendwas beeinflusse. Also ich ändere mit den Federvorspannungen, das ist eine ganz wichtige Aussage, nur die Geometrie des Fahrzeuges und nicht die Härte, wie oft viele glauben. Da kann sich jeder mal spüren und einmal schauen, wie kommt er denn am besten zurecht mit seinem Fahrzeug. Da gibt es jetzt gar nicht einmal einen gewissen Betrag, wo man sagt, das muss man so hinstellen, damit das funktioniert. Jedes Fahrzeug verhält sich anders. Jeder Fahrer fährt anders oder andere Gewichtsverteilung am Bike und auf das hinauf muss man das im Endeffekt justieren. Das heißt, da kann man vorne sich spülen und hinten. Die Auswirkungen sind im Endeffekt ident, kann man sagen. Wenn ich hinten die Federvorspannung erhöhe, erhöhe ich somit das Heck. Reduziere ich das wieder, kommt das Heck wieder tiefer. Und das Gleiche ist bei der Gabel auch der Fall. Ja, also wir haben vorher gerade auch über die Dämpfungen gesprochen. Bleiben wir da mal bei der Druckstufe. Die Druckstufe ist eben die Dämpfung beim Einfedern. Die ist auch maßgeblich dafür verantwortlich für den Fahreindruck.
was man vom Motorrad bekommt. Das heißt, wie gut werden Unebenheiten vom Boden aufgenommen, wie viel Bewegung entsteht im Fahrwerk. Das ist maßgeblich die Druckstufe verantwortlich. Deswegen wäre es auch sinnvoll, mit dem mal anzufangen. Da herunten haben wir gesagt, verstellen wir die Druckstufe. Man kann das natürlich härter machen, die Druckstufe. Man hat gesagt, wie wenn man eine Rechtschraube reindreht. Das wäre in dem Fall im Uhrzeigersinn. So können wir die Druckstufendämpfung erhöhen. Bis auf Anschlag, hier stehen wir an und so können wir es wieder deutlich reduzieren. Und wie gesagt, da würde ich vorschlagen, sie einfach dann in die Mitte zu stellen von diesen Einstellmöglichkeiten und dann von da aus beginnen, in Richtung härter und Richtung weicher, solange bis man den feinen Druck erhält, was man sich so vorstellt oder womit man gut klarkommt. Ich tue mir natürlich da deutlich leichter, weil ich brauche auf die Gabel nur mehr draufdrücken und ich weiß schon ungefähr, in welchem Bereich man da steht. Es ist jetzt das natürlich sehr schwer, mit Worten da irgendwie rüberzubringen, wo man da hingehen sollte oder hinstellen sollte. Aber ich glaube, wie wir vorher gerade gesagt haben, mal in die Mitte hinstellen und dann mal experimentieren, hilft, glaube ich, da mal in jedem weiter, weil es gefahrlos möglich ist. Soweit zur Druckstufe. Ja, und für die Zugstufe haben wir im Endeffekt dieselbe Möglichkeit. Wenn wir in die Schlitzschraube nach rechts drehen, im Uhrzeigersinn wird die Dämpfung härter, bis auf Anschlag, und nach links heraus wird die Dämpfung wieder weicher und das Fahrzeug kann wieder schneller ausfedern. Ja, und um zu zeigen, was ist jetzt zu viel Dämpfung oder zu wenig, können wir das da an der Cover ganz gut demonstrieren. Das Problem, eine grundsätzliche Empfehlung zu geben, liegt darin, dass jedes Fahrwerk oder jedes Motorrad unheimlich unterschiedlich reagiert. Das heißt, drei Klicks oder drei Umdrehungen bei dem Fahrzeug entsprechen nicht drei Klicks bei einem anderen Fahrzeug. Das heißt, man kann da keine grundsätzliche Empfehlung geben. Das nächste Problem ist, dass sehr viele Fahrwerke, egal in welcher Stellung man das hat, von den externen Einstellern, kaum eine Änderung hervorrufen. Das heißt, es gibt auch Fahrzeuge, wo du das komplett reinschraubst, probierst, dann komplett rausschraubst wieder und es eigentlich keine Änderung ergibt. Da ändert sich das ganz gut an dem Fahrzeug und darum, glaube ich, macht es Sinn, an dem das ein bisschen zu demonstrieren. Und wir werden jetzt einmal zeigen, wie unterschiedlich das Ausfedernverhalten dann sich ergibt, wenn man die Zugdämpfung komplett unterschiedlich einstellt. Wir machen jetzt einmal eine sehr offene Einstellung, also eine sehr weiche Einstellung von der Zugstufe und dann schauen wir mal, wie schnell das Fahrzeug, nachdem es eingefedert hat, wieder ausfedert. Also man sieht, das schießt quasi relativ schnell aus der Federung wieder raus, wo eindeutig erkennbar ist, dass die Zugstufe, so wie sie jetzt eingestellt ist, etwas zu wenig ist. Das heißt, eine gewisse Dämpfung braucht man, aber es darf nicht zu zäh rauskommen. Ich mache das jetzt nochmal vor. Also man sieht, das kommt relativ ungedämpft sehr schnell wieder raus. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Zugstufe zum Beispiel komplett zudrehen, damit man eben auch einen großen Unterschied zu eben vorher hat, was dann passiert. Also jetzt sieht man, wie langsam das ausfedert und wie zäh das ausfedert. Das ist jetzt schon wieder etwas zu viel. Das heißt, man muss dem Fahrzeug schon die Möglichkeit geben, nach einer Kompression oder nach einer Unebenheit wieder ausfedern zu können. Das sollte aber nicht zu schnell passieren, weil wenn es zu schnell passiert, bekomme ich wieder Unruhe rein. So, und jetzt schauen wir eben, dass wir da einen Mittelweg finden. Wir machen das jetzt so circa 1,5 Umdrehungen auf und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also jetzt sieht man, das Fahrzeug kann ungehindert wieder ausfedern, aber nicht zu schnell. Das heißt, es gibt auch kein Nachwippen nicht und somit hat man die Zugstufe relativ gut justiert. Wenn man an Service beim Motorrad denkt, denkt man meistens an den Motorservice, Ölwechsel, Filterwechsel und so weiter und so fort. Wie schaut es denn da beim Fahrwerk aus? Braucht das auch Service oder ist das ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal beobachtet, besonders auf die Data-Recording-Aufzeichnungen, die wir auf unseren Rennbikes verbaut haben, wie viel Bewegung eigentlich in so einem Fahrwerk drinnen entsteht und wie viel Energie da vernichtet wird, würde man sich wundern, was da alles vor sich geht. Und jede Bewegung, besonders in der Gabel oder auch im Federbein, erzeugt natürlich einen enormen Abrieb, weil verschiedenste Teile aneinander reiben und aneinander gleiten und dadurch das Gabelöl natürlich mit Schmutzpartikel versehen. Diese Schmutzpartikel müssen dann immer durch die Dämpfungsstelle durch die Schienenpakete, verlegen das teilweise und erzeugen somit Undichtigkeiten, die Dämpfung all along immer weiter reduziert. Das heißt, auch ein Service von Fahrwerksteilen ist nicht zu unterschätzen und sollte zumindest alle 10.000, 15.000 Kilometer mal unterzogen werden und zumindest mal ein neues Öl eingefüllt werden. Ja, also man muss sich vorstellen, das ist jetzt ein Gabelöl aus einer Gabel, die ungefähr 10.000 bis 15.000 Kilometer Laufleistung jetzt hinter sich hat. In so einer Gabel werden sehr viele Aluminiumteile verwendet. Der Kolben, der Zylinder von der Cartridge ist alles Aluminium.
Und die erzeugen natürlich bei einer Bewegung sehr, sehr viel Abrieb und sehr viel Trübstoffe und Schwebstoffe. Und die werden natürlich vom Gabelöl aufgenommen, weggeschwemmt und setzen sie im Endeffekt dann unten in der Gabel ab oder bleiben als Schwebstoffe im Öl drinnen. Ja, und das muss dann im Endeffekt immer durch die Dämpfungssysteme durch, verlegen die dort, es erzeugt Undichtigkeiten und dadurch wird die Dämpfung immer weniger, je länger man fährt. Deswegen sieht man hier recht deutlich den Unterschied zwischen einem neuen Gabelöl und einem gebrauchten, dass es sehr wohl Sinn macht, auch hier ab und zu mal einen Service machen zu lassen. Martin, wir haben uns das jetzt gerade bei der Gabel angeschaut. Wie funktioniert denn das beim Federbein? Beim Federbein funktioniert es im Endeffekt analog zur Gabel. Und um das besser darstellen zu können, haben wir unser Federbein einmal ausgebaut. Dann schauen wir uns das direkt einmal am Federbein an. Beim Federbein haben wir genau dieselben Einstellmöglichkeiten im Endeffekt wie bei der Gabel. Wir haben die Federvorspannung, das ist hier verstellbar, meistens mit einem Hakenschlüssel. Bei modernen Federbeinen oder bei Supersportmotorrädern gibt es die Möglichkeit, das oft mit einem Fernversteller schon zu verstellen, also mit einem Handrad. Im Endeffekt können wir hier die Federvorspannung variieren. Die Dämpfungseinstellungen sind auch analog zur Gabel in Trug- und Zugstufe zu machen, nur die Position der Einstellknöpfe dazu sind umgedreht. Das bedeutet, die Zugstufe an den Federbeinen ist immer herunten, die finden wir hier. Die Druckstufe bei den Federbeinen ist immer am Ausgleichsbehälter und der sitzt meistens oben. Da haben wir hier die Verstellmöglichkeiten. Sind im Endeffekt genauso aufgebaut, meistens mit Schlitzschrauben. Und die Drehweise oder die Verstellweise ist die gleiche. Wenn man den Verstellschrauben nach rein dreht, nach rechts dreht, sozusagen in die Richtung, wird die Dämpfung härter, nach links wird sie wieder weicher. Das gilt sowohl für die Zug- als auch für die Druckstufe. Was ist, wenn ich dann mit den Einstellungen, die ich jetzt probiert habe, nicht übereinkomme? Ich bringe einfach kein leibendes Setting zusammen. Das kommt leider des Öfteren vor. Man hat da nicht immer die Möglichkeit, mit den Standardeinstellungen den Bereich zu erreichen, so wie das eigentlich sein sollte oder man sich vorstellt. Dann müssen wir im Endeffekt ein bisschen in die Materie gehen, ein paar Sachen ändern, um in diese Bereiche wieder reinzukommen, wo man am optimalen unterwegs ist. Das besprechen wir dann im zweiten Teil von den 1000 PS Expertentipps.